Hallo und willkommen bei Marco Polo TV. Hier ist wieder Christian und heute begleitet mich netterweise wieder Nika Bender. Wir haben schon zusammen eine Tour im Ahrtal vor kurzem gemacht. Die war sehr spannend und sehr anstrengend. Rund um Altena? Rund um Altena, ja. Eine Klettertour. Heute ist mehr Wandern angesagt, weniger Klettern. Und zwar sind wir auf dem Moselsteig unterwegs, den wollen wir heute mal vorstellen. Aber natürlich nicht den kompletten Moselsteig, weil der ist 365 Kilometer lang. Beginnt in Perl und endet in Koblenz. Koblenz, genau. So, es gibt aber auch Partnerwege, Rundwege entlang des Moselsteigs. Und da haben wir uns heute einen hoffentlich schönen ausgesucht. Also er heißt zumindest schon mal Traumfahrt um die Burg Elz rum. Ist ja ein sehr beliebtes Wanderziel und wir stehen hier vor einer sehr schönen Wiese mit Sonnenblumen und das ist der Startpunkt und der Wanderparkplatz. Und im Moment sind wir, also stehen hier zwei Autos auf dem Wanderparkplatz, ja, völlig leer, und ein Wohnmobil. Ja. Also sieht so aus, als wären nicht viele unterwegs heute. Wollen wir nicht weiter lange quatschen, wir ziehen einfach mal los und gucken, was passiert. So. Der Parkplatz hier ist kostenpflichtig, aber ich finde einen fairen Preis, 2 Euro für den gesamten Tag. Und ein Service für den Wanderer. Hier kann man sich die Schuhe binden. Haben wir aber schon. Unsere Schuhe sind schon gebunden, aber finde ich doch trotzdem eine tolle Sache. Vom Parkplatz, wo es übrigens auch Toiletten gibt, geht es einmal rechts ums Feld. Und man lässt Wirschem hinter sich. Was jetzt vielleicht schon dem aufmerksamen Zuschauer aufgefallen ist, ich habe einen Rucksack, ich habe eine lange Hose, ich habe Gepäck und hier Wanderprofi Mika, gar nichts. Kurze Doch, Hose. Wasserflasche? Wasserflasche. So, jetzt. Erzähl mal deine Philosophie und sag mal den auch Wanderer-Einsteigern, warum du jetzt gar nichts dabei hast. Naja, weil wir haben einen völlig wetterstabilen Tag. Prognose konnte man gestern schon eindeutig sehen, heute Morgen auch nochmal. Kann kein Regen geben. So, wenn ich jetzt weiß, dass ich zwischen 200 und 400 Höhenmeter mich bewege, wie viele Kilometer haben wir? 12 Kilometer etwa oder sowas? Ne? Dann kann ich schon ganz klar sagen, da gehen wir 3-4 Stunden auf, kann ich schon ganz klar sagen, was brauche ich? Und ich persönlich brauche dann Wasser, brauche vernünftige Schuhe, die ich anhabe, aber ich brauche zum Beispiel jetzt auch keine Jacke. Wenn jetzt ein Gewitter angesagt wäre oder ein Schauer oder ein Witterungswechsel, wäre das ganz anders. Würde ich auch einen Rucksack haben, hätte ich auch eine Jacke mit, hätte ich auch eine Wechselklamotte mit. Es geht, das A und O ist bei Wanderung, ob das so eine leichte Wanderung ist wie heute oder bei einer schwierigen Wanderung, das A und O ist die saubere Vorbereitung. Zu entscheiden, was brauche ich tatsächlich, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, okay. Aber du hast auch kein Problem mit Sonnenstich, weil du hast eine Mütze auf oder Hut, ganz oder? Ruhig, ganz ruhig. Ich habe eine Kappe mit. Ah, Kappe hat er dabei. Habe ich hier. Okay, Tasche. Weil das ist nämlich wirklich ein Problem, was ich habe. Ich kriege ganz schnell Sonnenstich. Ja. Und heute wird es warm und Sonne scheint jetzt schon. So, deswegen meine Kappe hat er dabei. Sehr gut. Faltbares Teil hier. Nein, also da hast du komplett recht. Ja. Natürlich, ein Creme hast du auch getan heute Morgen. Nee, habe ich vergessen. War ein Fehler. Dann ist er gut in die Kappe. Also genau. Das sind schon wichtige Sachen. So, hier kann man sehen, da ist anscheinend ein Traumpfadeschild geklaut worden. Das habe ich auch auf der Webseite gelesen, dass das wohl häufig vorkommt, was natürlich nicht nett ist, weil als Wanderer ist man ja darauf angewiesen, dass das vernünftig ausgeschildert ist. Und man kann die Schilder im Webshop von denen kaufen, also auf der Webseite, für 3 Euro oder so. Also wer gerne so ein Souvenir hätte, der soll es sich doch kaufen und nicht die Schilder klauen. Nach dieser kleinen Moralpredigt stelle ich aber fest, dass es immer noch sehr viele Traumfahrtschilder gibt und der Weg perfekt ausgeschildert ist. Trotzdem kein Grund, sie zu klauen. Und bis jetzt ist der Weg auch schon sehr abwechslungsreich. Also wir sind da über die weiten Felder gelaufen. Jetzt sind wir hier auf so einem kleinen Schotterpfad durch den Eichenwald. Also das gefällt mir bis jetzt alles hervorragend. Dir auch, Mika? Ja, absolut. Mika auch. Sehr gut. Obwohl der Traumpfad ein Partnerweg des Moselsteigs ist, bekommen wir die Mosel heute nicht zu sehen. Dafür aber diesen Fluss. Da ist er. Welcher Fluss ist das wohl? Naja, Fluss, Christian.
Regen von einem Bach. Die Elz ist das. Die Elz, die in die Mosel fließt. Da es langsam wärmer wird, entledige ich mich meiner halben Hose. Mit etwas Gepäck ist man halt doch flexibler. Für Mika aber eher eine Zwangspause. Luftig um die Beine geht es weiter und der Weg zeigt sich von seiner schönsten Seite. . 2013 wurde der Weg ja hier prämiert als bester Wanderweg. Ja, denke ich mir auch, macht Sinn, weil es echt schön. Und wenn man das sieht, was ihr jetzt auch nicht seht, ja. Dann, wissen wir jetzt schon, warum der Weg unter anderem ist, prämiert worden ist. Das ist ein Hammerausblick. Wir machen es so ein bisschen spannend. So, aber jetzt zeige ich das mal. Ganz plötzlich taucht sie auf, die Burg Elz. Da bleibt einem erstmal so ein bisschen die Sprache weg. Ne? Absolut. Sieht aus wie eine Filmkulisse. Ja, und also das ist einfach so ein Ausblick, den man, ja, man hat die Burg Elz ja mal im Bild gesehen, aber wie wir hier um die Ecke gekommen sind, dass das so einen Ausblick gibt, der dann auch so total ist und der auch eigentlich so die Lage in diesem Kessel hier so wunderbar dokumentiert, also finde ich schon einmalig. Absolut. Wahnsinn. Einmalig. Also die Burg Elz, die sieht nicht nur mega spektakulär aus, es gibt da auch ein paar interessante Fakten zu. Ne? Also zum einen ist die ja 800 Jahre alt und noch top in Schuss, war nie in irgendwelchen kriegerischen Handlungen involviert. Nie zerstört worden. Ist nie zerstört worden, das ist halt super selten, gibt es eigentlich glaube ich nur in 3 Burgen in Deutschland. Und die ist mal 1330 ungefähr 2 Jahre belagert worden, aber danach haben die Belagerer dann auch aufgegeben. Also hat sich gut gehalten. Und der andere interessante Fakt ist, dass die immer noch im Familienbesitz ist. Seit 800 Jahren. Und was ich noch gesehen habe, und das muss ich jetzt ablesen, weil ich mir das nicht merken kann, ist der Name vom Besitzer, vom jetzigen. Der heißt nämlich Karl Graf und edler Herr von und zu Elz Kempenich, genannt Faust von Stromberg. So. Wissen wir das auch. Mit so einem Namen braucht man auch so eine Hütte, oder? Wobei er nicht hier wohnt, ne? Nee, das ist... Er wohnt in einer anderen Hütte. Die ist wahrscheinlich noch größer. Dann wird es Zeit für die obligatorische Burgbesichtigung. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, für Kinder und Studenten 7 Euro. Dafür kann man die Schatzkammer besichtigen und an einer Führung durch die Innenräume teilnehmen. Ich finde die Türme der Burg ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, Mika, da haben wir jetzt die Burgführung gemacht. Leider durften wir während der Führung nicht filmen, aber wie fandst du es? Wir haben viel gelernt. Dieses Wissen können wir jetzt nicht weitergeben. Weil wir alles schon wieder vergessen haben, nein. Aber im Ernst, beeindruckend, muss ich wirklich sagen, für mich so der Haupteindruck, die Burg ist in einem irrsinnig guten Zustand. Absolut. So alt und so top gepflegt. Ja. Scheint wirklich daran zu liegen, dass die Einnahmen, so sagt die Führerin ja auch, die uns da durchgeführt hat, zu 100% in den Erhalt der Burg fließen. Und das kann man sich vorstellen, wenn man die Bilder sieht. Die Burg hat im Jahr ca. 250.000 Besucher. Da kommt natürlich auch ein bisschen was zusammen. Der Weg bleibt schön und abwechslungsreich. Und nach ca. 2 Kilometern kommt man zum nächstgelegenen Parkplatz an der Ringelsteiner Mühle. Von hier aus hat man es halt nicht so weit zur Burg Elz, wenn man nicht den ganzen Weg laufen will. Also Einkehrmöglichkeiten gibt es einige auf der Tour, was die Wanderung auch noch mal interessant macht. Und was dem Mika auch wieder recht gibt, dass man einfach gar nichts mitnehmen muss auf so einer Tour. Stell dir mal vor.
was du jetzt hier, wenn ich deinen Rucksack mit Essen voll will, was du hier genehmigen könntest. Hier. Genau. Und ich schlepp die ganze Zeit hier, weil wir müssen jetzt übrigens gleich mal Rast machen, damit mein Rucksack leichter wird. Ab der Ringelsteiner Mühle geht es dann ca. 1 Kilometer ziemlich steil bergauf und das auf recht steinigem Untergrund. Bis jetzt habe ich das noch nicht als anstrengend empfunden, die ganze Tour, aber jetzt gerade ist schon ein bisschen heftig, ne? Ja, wird auch mal Zeit. Wird mal Zeit, genau. Also, das ist ja auch so ein Ding, also ich verausgabe mich ja gern beim Wandern, ne? Genau. Mir macht das eigentlich erst Spaß, wenn es ein bisschen anstrengend wird. Absolut, ja. Und ja, deswegen ist das jetzt hier im Moment ganz okay. Tja, am Anfang vom Berg kann man den Mund noch voll nehmen. Okay, es wird allerdings immer anstrengender. Deswegen habe ich heute gar nicht so mit gerechnet, dass es dann doch mal so steil hoch geht. Aber klar, insgesamt 395 Höhenmeter hat die Tour. Na, wir waren eben fast auf Moselniveau. Ja, ne? Wir waren ganz unten. Und ja, irgendwoher muss das ja kommen, diese Höhenmeter. Und die kommen genau jetzt. Doch irgendwann nimmt ja jede Steigung ein Ende und dann haben wir auch endlich Rast gemacht. Jetzt kommt die große Stunde von mir und meinem Rucksack. Es ist halt doch schön, Proviant dabei zu haben. Auch auf einer relativ kurzen Wanderung. Und damit Micka mir nicht beim Essen zuschauen muss, habe ich natürlich brüderlich geteilt. So, für dich habe ich jetzt die pinke Dose, ne, mit dem Käsebrot. Christian, ich freue mich. Ganz ehrlich. Soll ich mal aufmachen? Ja. Oh, mit viel Liebe heute Morgen gemacht. Wunderbar, ein perfekter Toast. Ja, aber es ist auch eine schöne Aussicht. Eine schöne Aussicht hier, ne? Ja, traumhaft. Und du hast gesehen, wir sind unten von der Mühle weggegangen, auf den kleinen Weg, der hier hochging, und sofort wieder menschenleer. Keiner mehr unterwegs. Schon, sobald es anstrengend wird, dann hauen sie alle ab. Ne? Also, wenn mich nah mit dem Auto rankommt. Es gab jetzt auf dem ganzen Weg eine Bank noch, ne? Aber die war halt belegt. Deswegen sind wir noch weitergelaufen. Jetzt haben wir uns deswegen hier auf diesen Hochsitz gesetzt, der auch bequem ist, im Schatten ist, alles super und man hat eine tolle Aussicht. So, und jetzt essen wir erstmal unsere Käsebrote. Nach der Rast geht es erstmal eine Zeit lang über Teerwege. Und jetzt sind wir hier zum Schluss nochmal in einem kleinen Waldstück. Und wir sollten aber jetzt in 10, 15 Minuten am Ziel, also am Auto, wieder ankommen. Wie ist dein Resümee? Eine wirklich, wie ich finde, abwechslungsreiche, überhaupt nicht schwere Wanderung. Mhm. Aber sie ist auch, wenn man sagt, ist überhaupt nicht schwer, könnte sie auch langweilig sein, ist sie nicht. Nee. Ist sie nicht, weil die Burg einzigartig ist, absolut, weil der Weg unten an der Elz wirklich sehr, sehr idyllisch ist, mit schönen Ausblicken zwischendurch auf der Hochfläche hier. Muss man einfach mal so ein bisschen längs trotten und ein bisschen Kilometer machen. Ja. Insgesamt eine wunderbare Tour. Ich finde, auch eine schöne Einsteigertour einfach. Absolut. Wir sind wieder am Wanderparkplatz angekommen. 12,5 Kilometer ungefähr, ne? Ja. Und wie lange haben wir gebraucht? Um die 4 Stunden. Also die Führung auf Burg Elz hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ja. Und also 4,5 Stunden waren wir unterwegs. Ja. Perfekter Tag, wieder super Glück mit dem Wetter gehabt. Und wie man aber sehen kann, sind jetzt hier sehr viele Autos auf dem Parkplatz. Wir sind um 9 losgegangen, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das super früh ist. ja, aber die meisten gehen anscheinend gerne später los. Und dann hat man dementsprechend mehr Leute auf der Piste. Trotzdem muss man sagen, das ist jetzt auch noch nicht keine Menschenmasse. Also sind kein Massenantrag. Wenn man jetzt unterwegs ist, hat man auch noch, siehst du, da oben gehen die beiden Leute. Man ist schon einmal Es verläuft sich natürlich. Ja, total. Gut, coole Tour. Also, sehr schön. Wunderbar. Kann man bestimmt auch wieder auf deinem Blog nachlesen, oder? www.mickermind.de. Ja, da auf jeden Fall mal reingucken. Und dann kommt jetzt noch die Bewertung. Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es nur ein Highlight auf der Tour. Und das ist die Burg Elz. Die ist allerdings wirklich atemberaubend.
Deshalb gebe ich 4 Sterne für den Erlebnisfaktor. Die Tour ist sehr abwechslungsreich. Die Elz fließt durch ein schönes Tal. Schmale Waldwege und Weitblicke über bunte Felder wechseln sich ab. Für den Charakter gebe ich auch 4 Sterne. Allzu anstrengend ist die Tour nicht und für Anfänger absolut geeignet. Für den Anspruch gebe ich 3 Sterne. Über Kommentare zur Tour würde ich mich wie immer freuen.